Also, für alle diese Rechenregeln gemeinsam gilt, wir haben ein oder zwei Folgen, mit denen wir arbeiten, und die sind welche, von denen wir schon wissen, dass sie konvergent sind. Also Voraussetzung ist immer, an und bn sind Folgen. Ich schreibe mal Zahlenfolgen, die beide konvergieren, und zwar konvergiert an gegen irgendeine Zahl a und bn konvergiert gegen irgendeine Zahl b. Dann gelten die folgenden Rechenregeln. Erstens, wenn ich die beiden Folgen addiere, also wenn ich mir eine dritte Folge baue, deren Folgenglieder immer die Summen der Folgenglieder aus der ersten und der zweiten Folge sind, so, dann konvergiert das auch wieder, und zwar, wie Sie sich vielleicht schon denken, gegen die Summe der ursprünglichen Grenzwerte. Und das Gleiche gilt übrigens auch, wenn man hier Minus schreibt. Das wird sich aus dem nächsten aber sowieso nochmal ergeben. Ich will Ihnen jetzt nicht bei all diesen Rechenregeln begründen, warum das so ist. Aber vielleicht mal bei einem Wert möchte ich es nochmal begründen. Auch da wieder nur so eine ganz grobe grafische Skizze. Sie haben hier irgendwo Ihr a, das ist der Wert, gegen den die Folge an konvergiert. Und irgendwo anders haben Sie Ihr b. Das ist der Wert, gegen den die Folge bn konvergiert. Und wenn Sie jetzt diese beiden Zahlen a und b zusammenzählen, dann landen Sie irgendwo anders auf dem Zahlenstrahl hier. Weil die eine Folge konvergiert, wissen Sie, dass innerhalb eines kleinen Bereiches fast alle Folgenglieder liegen. Und weil die andere Folge konvergiert, wissen Sie, dass innerhalb eines Bereiches fast alle Folgenglieder der anderen Folge liegen. Wenn Sie jetzt diese beiden Zahlen addieren, und Sie addieren nicht nur a und b, sondern Sie schleppen sozusagen die drum liegenden Intervalle mit, dann bekommen Sie um a und b rum ein Intervall, was ein bisschen größer ist, was aber alle Werte abdeckt, die im grünen und im blauen Bereich sind. Da liegen dann die ganzen Folgeglieder der Summe drin. Also das ist eine sehr krude, anschauliche Begründung dafür, warum das hier stimmen muss. Das kann man sich auch ausrechnen, aber ja. Es kann Ihnen passieren, dass Sie einen Punkt haben, der Epsilon rechts vom A liegt und einen anderen, der Epsilon rechts vom B liegt. Und wenn Sie die beiden addieren, dann liegen Sie insgesamt zwei Epsilon rechts von A plus B. Ne? Also der Abstand kann, wenn Sie Pech haben, sich genau verdoppeln. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Okay? Aber das macht nichts, weil wir können ja das Epsilon beliebig klein machen und darum wird auch 2 Epsilon beliebig klein. Also ist das eigentlich, spielt das keine Rolle. Also eine Möglichkeit ist, ich kann zwei Folgen addieren, dann kommt einfach die Summe der Grenzwerte raus. Zweite Möglichkeit, ich kann zwei Folgen multiplizieren, dann kommt einfach das Produkt der Grenzwerte raus. Die dritte Möglichkeit ist eigentlich schon mit der zweiten erschlagen, ich will sie aber nochmal explizit hinschreiben. Wenn ich eine Folge mit einer konstanten Zahl multipliziere, dann passiert auch genau das, was Sie wahrscheinlich denken. Es kommt Lambda mal der Grenzwert raus, also Lambda ist irgendeine konstante Zahl. Im Prinzip können Sie für all diese Dinger sich solche ähnlichen Skizzen hier hinmalen. Warum habe ich noch nichts mit der Division hier hingeschrieben? Ich habe jetzt plus minus mal. Fehlt da nicht noch geteilt? Ja? Ja, aber ich habe ja hier das Minus auch noch mal extra hingeschrieben. Bei der Division müssen Sie wieder aufpassen, wie üblich, auf Division durch 0. Und zwar ist es ja hier so, dass Sie ganz viele Werte dividieren. Sie dividieren einmal auf der linken Seite die ganzen an durch die bn und Sie dividieren auf der rechten Seite a durch b. Und jetzt ist die Frage, wann kann man das tun und wann nicht? Wir hatten vorhin ja schon gesagt, so ab und zu mal durch 0 dividieren ist bei Folgen nicht so schlimm, weil man diese paar am Anfang einfach als Ausnahmen betrachten kann. Aber wann wird es denn schlimm?
Und tatsächlich ist es interessanterweise so, was heißt interessanterweise, das passt halt genau, wenn eine Folge gegen Null geht, dann heißt das ja, dass ab einem bestimmten Punkt fast alle Werte beliebig dicht an der Null dran sind. Wenn eine Folge aber konvergiert und nicht gegen Null konvergiert, sondern gegen irgendeinen anderen Wert, dann sieht das so aus. Sie haben hier die Null auf dem Zahlenstrahl und Ihre Folge konvergiert gegen irgendwas, was eben nicht Null ist. Nehmen wir mal an, irgendwas, was sehr nah an der Null dran ist. Also stellen Sie sich vor, das wäre jetzt hier mit dem Elektronenmikroskop geguckt und hier liegt ein Zehntausendstel. Also Ihre Folge konvergiert gegen ein Zehntausendstel, aber eben nicht gegen Null. Dann bedeutet das aber, dass ab einem bestimmten Punkt alle Folgenwerte so dicht, dass Sie die so dicht an diesen Grenzwert ranbekommen können, dass keiner von denen mehr Null sein kann. Also mit anderen Worten, wenn eine Folge konvergiert und nicht gegen Null konvergiert, dann sind fast alle Folgenwerte nicht Null. Das kann gar nicht anders sein. Und wenn das der Fall ist, dann dürfen Sie auch fast immer dividieren, weil die ja fast alle nicht Null sind. Also ich schreibe das mal hin. Ist b ungleich 0, also der Grenzwert der zweiten Folge, so sind fast alle bn auch ungleich 0. Und es gilt, dass man dann diese Folge hinschreiben darf und die konvergiert dann ganz schlicht und einfach durch den Quotienten. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht durch eine Nullfolge dividiert. Denn dann können ganz, ganz furchtbare Dinge passieren. Sie wissen ja, schwarzes Loch und so weiter, das dürfen Sie alles nicht machen. Und das Letzte sollte ich vielleicht nochmal sagen, wenn Sie die Folge der Beträge AN betrachten, dann konvergiert das gegen den Betrag. Das ist eigentlich auch völlig klar, aber nur habe ich es auch mal gesagt. Wenn Sie diese Rechenregeln haben, und das werden wir jetzt an ganz vielen Beispielen sehen, dann können Sie so ziemlich für fast jede Folge mit Hilfe von den paar Standardfolgen, die wir jetzt gesehen haben, ausrechnen, gegen was das wohl gehen wird. Mein erstes Beispiel ist diese Folge hier. N plus 1 geteilt durch n. Wenn Sie da jetzt ein paar Werte einsetzen, das werde ich mir jetzt diesmal sparen, dann werden Sie sehen, dann haben Sie schon eine Vermutung, gegen was das gehen wird. Aber wir wollen jetzt ja wirklich mal unsere Rechenregeln anwenden. Und die beste Idee bei sowas ist immer erstmal versuchen, das irgendwie anders darzustellen oder zu vereinfachen oder so. Hier sollten Sie eigentlich sehen, dass hier steht n Entel plus ein Entel. Und n Entel ist ja 1. Also das, was hier steht, ist 1 plus 1 durch n. Und dann sind Sie in diesem Fall schon fertig. Denn jetzt haben Sie einmal eine konstante Folge. Die 1 ist einfach eine Folge, die konstant gegen 1 geht. Und Sie haben die harmonische Folge, unsere allererste Folge, die wir betrachtet haben, die gegen 0 geht. Und jetzt haben Sie die Summe von zwei Folgen, deren Grenzwerte Sie kennen und können einfach die Grenzwerte addieren. Also dieses Ding geht gegen 1 plus 0 und das ist 1. Was Sie eigentlich wissen wollten, diese Folge hier geht gegen 1. Das haben Sie jetzt rausbekommen. Und zwar haben wir jetzt hier angewandt Regel 1. Das haben wir an dieser Stelle hier angewandt. Nächstes Beispiel. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, Moment mal, das haben wir doch gerade gehabt, sieht doch fast genauso aus wie das, was wir eben hatten, ist bloß der Kehrwert davon. Aha, Kehrwert, dann schreiben wir es doch mal andersrum hin. Kehrwert bedeutet, das hier ist 1 durch das, was wir eben schon hatten. Und jetzt haben Sie wieder zwei Folgen. Im Zähler haben Sie die Folge konstant 1, die geht gegen 1. Und im Nenner haben Sie die Folge, von der Sie eben gerade ausgerechnet haben, gegen was sie geht. Nämlich gegen 1. Also geht dieses ganze Ding hier gegen 1 durch 1. Das ist jetzt unsere Regel 4 mit dem Quotienten. Denn das im Nenner geht nicht gegen 0, also darf ich das machen. Das steht da ja. Also das geht auch gegen 1. Dieses hier geht gegen 1.
Und was würden Sie jetzt bei dem hier sagen? Was meinen Sie, gegen was das hier konvergieren müsste? Ja? Nach welcher Regel? Wie haben Sie das gemacht? Die dritte. Da kann man einen konstanten Faktor rausziehen. Unser Lambda wäre jetzt hier die 42. Also das hier ist dasselbe wie 42 mal n durch n plus 1. Und jetzt sehen Sie vielleicht auch, warum ich vorhin gesagt habe, die Regel 3 ist eigentlich Regel 2. Sie können die 42 einmal als konstanten Faktor betrachten, dann ist es Regel 3. Oder Sie können sagen, die 42 ist eine konstante Folge, dann ist es Regel 2. Spielt eigentlich keine Rolle. In beiden Fällen kommt das Gleiche raus. Das geht gegen 42 mal, und das haben wir schon ausgerechnet, 1, also gegen 42. Diese hier geht gegen 42. Und diese hier, abgesehen dafür, dass wir da einfach Werte einsetzen können und unser Gefühl uns sowieso schon sagt, die geht noch schneller gegen 0 als die harmonische Folge, das können wir jetzt auch mit einer Rechenregel begründen. Also wenn wir jetzt sagen, wir wissen, gegen was die harmonische Folge geht, dann folgt daraus, dass wir auch bei dieser Folge wissen, gegen was sie geht. Wie könnte man die geschickt zerlegen? Genau, das ist ja dasselbe wie 1 durch n mal 1 durch n. Und 1 durch n ist die harmonische Folge, von der wissen wir, dass sie gegen 0 geht. Also geht das hier nach Regel 2 gegen 0 mal 0 und das ist 0. Also insgesamt haben wir dieses hier geht gegen 0. Also Sie sehen, mit diesen Rechenregeln kommt man schon ziemlich weit. Es gibt alle möglichen Sachen, die man da einsetzen kann. Jetzt vielleicht mal was einen kleinen Tick schwerer ist. Und wo wir auch mal etwas einsetzen, was wir in der letzten Stunde schon gelernt haben, an Beispielen. N durch 2 hoch n plus 1. Haben Sie da einen Vorschlag, gegen was das wohl gehen könnte? Das ist übrigens, kleinen Moment, das ist übrigens so eine Geschichte, die man jetzt in Maple eingeben könnte, wo er einem tatsächlich die Antwort sagen kann. Also mit anderen Worten, Maple kennt auch diese ganzen Rechenregeln und kann relativ schnell viele Sachen durchprobieren, was wir im Kopf nicht so schnell können und kommt dann meistens auf das Richtige. Was wollten Sie sagen? Ich hätte das mal umgeformt, also die Wurzel versucht wegzubekommen. Ja. Das wäre ja hoch ein Entel. Ja. Und hätte das dann verrechnen mit der 2 hoch n plus 1? Machen wir das mal. Also hier hätten wir, die Wurzel ist hoch ein Entel, wie Sie richtig sagen. Also haben wir hier 2 hoch ein Entel mal n plus 1, ne? Okay, und jetzt? Also weiter oder nicht wieder? Okay, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, Sie gucken sich das da oben scharf an, da steht ja eigentlich n plus 1 durch n und sagen, das geht doch gegen 1. Das ist das, was hier steht, das Grüne. Und dann sagt uns unser Gefühl, das müsste doch gegen 2 hoch 1 gehen. Was auch stimmt, allerdings haben wir dafür keine Rechenregel. Um das zu begründen, müsste ich Ihnen entweder noch eine andere Rechenregel sagen oder noch besser, wir würden erstmal ein bisschen warten, bis wir ein bisschen was über stetige Funktionen gelernt haben. Dann können wir das nämlich besser begründen. Man kann das aber auch anders begründen, indem man das hier in zwei Teile zerlegt. Hier steht ja eigentlich 2 hoch ein Entel mal n plus ein Entel, wenn ich das oben ausmultipliziere. Und das bedeutet doch einfach, 2 hoch ein Entel mal n ist 2 hoch 1, also steht hier 2 mal 2 hoch ein Entel. Klingt immer wie Ente. Und dafür schreibe ich vielleicht mal wieder hin, weil es dann hübscher aussieht, das hier. So, jetzt habe ich das so lange umgeformt und manchmal funktioniert das genau so, dass Sie einfach Sachen umformen und umformen und umformen, bis Sie irgendwas sehen. Und ich hoffe doch, wenn das jetzt so hier steht, dann sehen Sie was. Also der linke Teil hier, das geht gegen 2. Kann ich Ihnen so sagen. Aber was ist denn hiermit? Ja. Das geht gegen 1. Das war eine von den Sachen, die wir vor der Pause hatten. Also geht das insgesamt links gegen 2, rechts gegen 1. Ganz simpel nach Rechenregel 2. Also dieses Ding hier geht gegen 2. Nee, das war jetzt, muss ich so schreiben, gegen 2.
Noch eine ganz lustige. Ach, wir machen das vielleicht mal so. Ich schreibe Ihnen mal zwei auf und Sie können da mal selbst drüber nachdenken und dann machen wir das danach zusammen. Und ich gebe Ihnen dazu mal zwei Tipps. Tipp Nummer eins ist, das hat beides was mit dieser Folge zu tun, die gegen E geht, also diese Zinseszinsfolge, erstens. Und zweitens kommt bei den beiden nicht derselbe Grenzwert raus. Also falls Sie bei der ersten eine Idee haben und dann denken, ich kann ja genau dieselbe Idee für das zweite nehmen, das stimmt nicht ganz. Beim ersten hätte ich 2E. Und wie sind Sie drauf gekommen? Da waren ja, es ist ja n plus 1, steht ja hoch n plus 1 und das kann man rausziehen, indem man dann das mal nimmt, also indem man sagt 1 plus 1 durch n hoch n mal 1 plus 1 durch n hoch 1. Genau. Und das hoch 1 kann ich auch einfach weglassen. Genau. Ja. Nee, Moment, das geht gegen E hier. Und das? Ja. Das geht gegen 1 hier. Das ist ja dasselbe wie ne? 1 und ein bisschen. Also das Ganze geht gegen 1. Also das ist Regel, das geht nach Regel 2. Dieses hier ist die Folge, die gegen E geht. Das ist die Folge, die einfach gegen 1 geht. Also geht das Ganze gegen E. Aber ansonsten war das genau richtig, das so auseinanderziehen, dass man was erkennen kann, was man schon kennt, nämlich das hier. Und jetzt, bevor wir zur nächsten gehen, denken Sie mal über Folgendes nach. Wenn hier oben nicht plus 1 gestanden hätte, sondern plus 2, dann hätte hier gestanden, diese Folge, die gegen E geht, mal eine, die gegen 1 geht, mal eine, die gegen 1 geht. Also wäre da wieder E rausgekommen. Wenn hier oben gestanden hätte plus 3, wäre auch wieder E rausgekommen. Wenn hier oben gestanden hätte, plus 1000, wäre auch wieder E rausgekommen. Ja? Weil Sie dann einfach 1000 mal dahinter einen Faktor hätten, aber jeder von diesen Faktoren würde gegen 1 gehen. Also würde das ganze Ding gehen gegen E mal 1 mal 1 mal 1 mal 1 mal 1 mal 1 mal 1, also gegen E. Wenn Sie hier oben aber 2n schreiben, dann wird das nicht mehr gegen E gehen, sondern gegen E hoch 2. Und zwar warum? Ich schreibe es lieber mal so hin. Dann können wir nämlich eine von unseren Rechenregeln anwenden. Ja, und jetzt haben Sie zweimal die Folge da, die gegen E geht. Und jetzt können Sie unsere Rechenregel 2 anwenden. Und die besagt, das hier geht gegen E und das hier geht gegen E. Die beiden werden miteinander multipliziert. Also, wie Sie schon sagten, geht das gegen E Quadrat. Ne? Das hier geht gegen E Quadrat. Also auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen überraschend, wenn ich hier jetzt, wie gesagt, wenn hier jetzt n plus 1000 stehen würde, würde das immer noch gegen e gehen, aber 2n geht gegen e Quadrat. Das liegt natürlich daran, dass 2n irgendwann viel größer als n plus 1000 wird. Die 1000 spielt eigentlich keine Rolle. Also manchmal muss man sich erst daran gewöhnen, an das, was das Unendliche mit diesen Sachen macht, dass die dann sich am Ende auf einmal vielleicht nicht ganz so verhalten, wie man sich das gedacht hat. Und weil Sie alle schon gerade so gut drin sind, habe ich gleich noch zwei für Sie. Die n-te Wurzel aus n Quadrat und hier haben wir n plus 1 im Zähler und im Nenner haben wir n mal die n-te Wurzel aus e und das Ganze dann hoch n, damit Sie mal ein bisschen sich an Ihre alten Schulkenntnisse im Rechnen erinnern können. Also oben war es ziemlich gut, unten nicht ganz so gut. Sollten wir vielleicht beide nochmal uns gemeinsam angucken. Aber da es so viele waren, können Sie mir ja wahrscheinlich sagen, was ich da tun soll. Ich schreibe einfach nur auf, was Sie mir sagen. Also die Aufgabe hier war n-te Wurzel aus n Quadrat. Was soll ich hier machen? Vielleicht soll ich noch mal eine Sache vorweg schicken. Was viele immer gerne haben, natürlich grundsätzlich für Mathe, aber auch speziell bei solchen Aufgaben, ist, können Sie mir nicht ein Verfahren sagen, wie ich das machen soll? Und das kann ich Ihnen nicht sagen, weil es nicht ein Verfahren gibt. Also es ist nicht wie bei der binomischen Formel oder bei der quadratischen Ergänzung, dass man eigentlich immer dasselbe macht, sondern bei solchen Dingen müssen Sie einfach rumprobieren, gucken, ob Sie irgendwas erkennen können. Ja? Hier könnte man zum Beispiel sagen,
das sieht doch so ähnlich aus wie n-te Wurzel aus n und das kenne ich schon. Also probiere ich mal rum, ob es das nicht ist. Und da hilft es Ihnen natürlich, wenn Sie ein bisschen Erfahrung haben mit Rumrechnen. Und Rumrechnen heißt im Wesentlichen so diese Dinge wie, also das, wo die meisten dann scheitern, sind Bruchrechnung, Wurzeln, Potenzen, diese Sachen. Aber es gibt nicht so ein Verfahren, wo Sie diesen Schritt und dann diesen Schritt und dann diesen Schritt anwenden, sondern im Endeffekt ist es probieren, Erfahrung, gucken, nochmal probieren. Und was könnte man hier also machen? Ich habe ja schon die Hälfte verraten. Also wenn Sie da eine Wurzel haben und die Sie stört, ist es immer eine gute Idee, daraus ein Entel zu machen, weil man dann häufig schon Dinge sehen kann. Und jetzt, was wollen Sie jetzt machen? Also ich weiß nicht, ob das richtig ist. Hm. Ich habe einfach direkt, also ein Entel ist 0 bei mir gewesen, 2 mal 0 ist 0 und n hoch 0 ist 1, also bin ich auf 1 gekommen. Nee, das dürfen Sie nicht machen, weil was Sie gemacht haben, ist, Sie haben das eine n sozusagen gegen irgendwas gehen lassen und das andere einfach erstmal festgehalten. Das dürfen Sie nicht, weil wir ja gerade gesehen haben, dass sich mehrere Ns gegenseitig beeinflussen können. Also Sie müssen immer was mit allen Ns gemeinsam machen. Sie sagen jetzt, ich kümmere mich erstmal um das da, das, lasse ich, das geht gegen das und danach gucke ich mir erstmal den Rest an. Also das ist nicht erlaubt. Ja? Also hier steht ja zweimal, also steht hier n hoch ein Entel mal n hoch ein Entel, ja? Mal n-te Wurzel aus n. Das geht gegen 1 und das geht gegen 1. Und das ist 1. Wenn Sie das aufschreiben, sollten Sie möglichst oft darauf achten, dass Sie an der richtigen Stelle einen Pfeil machen. Also hier vorher, diese Ausdrücke waren alle gleich. Dieses hier ist natürlich nicht gleich 1 mal 1, sondern das geht gegen 1 mal 1. Ne? Das ist jetzt wieder Regel 2. Sie gucken so ungläubig. Alles gut. Aber Sie haben eine Frage, oder? Die Frage ist, ob das so überhaupt geht. Also ich bin auf 1 gekommen, ich habe mir das aber irgendwie versucht zu überlegen. Ja. Ich habe dann gedacht, man kann für n hoch 2, könnte man ja theoretisch sagen, weil n hoch 2 ist ja nicht gleich n. Ja. Dass n hoch 2 einfach ein x wäre. Okay. Und dann haben wir ja eine Formel gemacht. Dann haben Sie das für x, n-te Wurzel aus x. Genau. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, dass halt zwar geht n immer weiter und wird immer mehr, aber es ist ja immer wieder 1. Also hat man dann immer wieder 1, 1, 1, 1. Nee, das geht nicht, weil bei diesem n-te Wurzel aus x war das Entscheidende ja, dass das x sich die ganze Zeit nicht ändert. X war ein konstanter Wert. Und n Quadrat, was Sie jetzt für x genommen haben, ist ja ein Wert, der sich in jedem Schritt ändert. Also das ist ein großer Unterschied, ob etwas sich ändert oder nicht. Dass in jedem Schritt, also in jedem einzelnen Schritt ja wieder 1 rauskommt. Nee, 1 rauskommen tut ja nie. Achso. Also nein, ja, klar. Ja, okay, klar. Also was Sie auf jeden Fall auch nochmal machen können, ist bei all diesen Sachen wirklich mal mit einem Taschenrechner oder schreiben sich ein kleines Java-Programm dafür, sich mal die ersten 10, 100, 1000 Werte anzeigen zu lassen, um wirklich sich zu überzeugen, dass das stimmt, was ich Ihnen hier erzähle. Vielleicht lüge ich ja die ganze Zeit und will Ihnen irgendwie was völlig Falsches beibringen. Dies war dieser etwas kompliziert aussehende Ausdruck, der aber eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Hier wieder die Idee mit gucken und so ist, dass man vielleicht sieht, dieses n plus 1 durch n, der Teil hier, das ist doch eigentlich das, was man kennt von dieser Folge, die gegen e geht. Ja? Also ich hätte jetzt das versucht, einfach erstmal in zwei Teile zu zerlegen, nach der Regel, wie man Potenzen auseinanderziehen kann. Diesen Teil hier links, n plus 1 durch n. Und der Teil hier rechts ist 1 durch Wurzel aus n von e hoch n. Dann haben Sie zwei Teile, die Sie einzeln betrachten können. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, das in Teile zu zerlegen. Manche von denen funktionieren und manche nicht. Und das ist das, was ich mit probieren meine. Aber bei diesem hier wird es funktionieren, weil hier jetzt wieder das steht, ich kann es nochmal anders hinschreiben, n plus 1 durch n ist ja dasselbe wie 1 plus 1 durch n. Jetzt sehen Sie es, dass das das Ding ist, was gegen E geht. Und dieses hier,
Das ist eigentlich ganz einfach, weil hier steht die n-te Wurzel aus irgendwas und diese n-te Wurzel wird dann wieder hoch n genommen, also hebt sich n-te Wurzel und n wieder auf. Steht hier also einfach 1 durch e. Dieser Ausdruck hier ist also einfach der konstante Ausdruck 1 durch e, der da steht. Das ist dann eine konstante Folge. Und jetzt können Sie sich überlegen, gegen was geht das? Dieses hier, wie ich eben schon sagte, geht gegen e. Dieses hier ist immer der Wert 1 durch e, also geht das Ganze gegen 1 durch e, das ist schon wieder Regel 2. Und e mal 1 durch e, kürzlich weg, ist 1. Da kommt also auch wieder 1 raus. Das heißt, dieses Ding hier geht gegen das.